hier heute für ein morgendliches Kuschelkommando? Alle da, alle schmusen. Hm? Butz und Jörn, also Bonnie und Clyde, aber die haben bei uns viele Namen. Ne, Jörni? Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist jetzt 9.40 Uhr und ich habe, wie man unschwer erkennen kann, mich geschminkt. Ich habe nämlich heute wieder Bauchfotos gemacht. Und habe jetzt gerade noch ein Video aufgenommen, weil ich so ein Ersttrimester-Recap, Zusammenfassung, wie lief das erste Trimester, wie ging es mir und so, Video gemacht habe. Das ist sehr lang geraten. Ich muss mal noch auf Instagram mal nachfragen, ob die Leute, die sich das anschauen, Interesse daran haben, so ein krass langes Video zu sehen. Oder lieber zwei Teile. Weil das ist wirklich, ich glaube, das wären bestimmt 45 Minuten oder so, oder 50. Ist schon sehr lang. Also ich gucke gerne so lange Videos, wenn mich das Thema interessiert so. Also ich glaube, Mirella hat manchmal auch so lange Videos, wenn die auf irgendwelche Videos, Bachelor oder irgendwas reagiert. Und das gucke ich sehr gerne. Aber es ist halt die Frage, ob das, wenn man über seine Schwangerschaft erzählt, nicht ein bisschen langweilig ist, so viel zu erzählen. Ja. Denn die Sachen mache ich jetzt gerade auf dem Rechner und jetzt mache ich dann auch gleich nochmal von der Kamera hier die anderen Sachen vom Vlog von Montag bis jetzt Donnerstag drauf, damit ich dann den, obwohl, haben wir Wochenende-Vlog? Ich bin momentan immer ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall die Dateien für den Vlog für Montag mache ich darauf. Und dann werde ich mich hier hinlümmeln, noch was snacken. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Und dann das Video schneiden. Also ich glaube, ich schneide erstmal das Ersttrimester-Recap und danach den Vlog. Ah, oder erst den Vlog, der ist nicht ganz so lang. Dann kann ich in der Zwischenzeit abstimmen lassen, ob wir bei dem Recap da so ein zwei Teile draus machen wollen oder ein. Genau, so vielleicht. Und ich werde noch gleich ein bisschen Cornflakes snacken. Nougat Bits. Because I like them very much. Ja. So viel dazu. Tobi sitzt nebenan, macht Homeoffice. Und es ist ganz sonnig heute. Wir wollen nachher grillen. Ich hoffe, dass das Wetter schön bleibt und dass es schön warm wird noch über die Zeit. Weil aktuell sind es noch minus 2 Grad, aber bei sehr viel Sonne. Und ich habe übrigens einen Haarfarbentest gemacht. Ich habe mir Illumin-Haarfarbe gekauft, auch Türkis, und habe Extensions gefunden und habe die jetzt mit dem Türkis beschmattert, um zu gucken, wie das auf Braun so wird. Naja, also es wird grün. Das habe ich quasi schon erwartet, aber ich habe eigentlich gedacht, dass es ein bisschen mehr, ein bisschen anderes Grün wird. Weiß ich nicht, kann man das sehen? Also es ist auf jeden Fall eher so ein saftiges Waldgrün statt Türkisgrün. Ich hätte halt gerne ein bisschen mehr Türkisgrün gehabt. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich mir das auf den Kopf schmiere. Dann habe ich überlegt, naja, wenn mir das Grün nicht gefällt oder zu wenig Türkis ist oder so, könnte ich entweder nochmal eine Runde rübergehen, gucken, ob es dann blauer wird oder Directions nehmen, die habe ich auch noch da in Blau und dann mit so einem satten, dunklen Blau drüber gehen. Andererseits habe ich ja meinen Ansatz jetzt nachgetönt da mit dem Directions-Zeug. Ich weiß nicht, ob das Tönen ist, aber ich glaube ja, weil es hat ja keine oxidativen Elemente drin. Und jetzt finde ich meine braunen Haare eigentlich auch ganz gut. Aber irgendwie hatte ich Lust wegen Sonne und schönem Wetter und irgendwie knallige Farbe und irgendwas Schönes und ich weiß nicht. Ich weiß doch nicht. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht sofort entscheiden, weil sonst bereue ich es vielleicht. Weil wenn ich die mit Illumin Türkis mache, kriege ich das auf jeden Fall nicht so schnell raus. Und deswegen sollte das gut überlegt sein, was wir da tun. So, der Vlog ist bearbeitet und hochgeladen für Montag. Und jetzt gibt's Essen. Bisschen viel, aber Nudeln. Und dann gucken wir dabei Germany's Next Topmodel. Also yay. Ich gucke das, aber Tobi muss mit. Tobi hat jetzt Mittagspause. Und dann kann er danach weiter arbeiten. Und ich gucke Germany's Next Topmodel zu Ende. Ein bisschen Mitleid habe ich auch, aber ich habe ja auch schon gearbeitet. Ein bisschen.
So, Leute. Hi, an diesem Freitagabend. Ich sehe ganz komisch aus, hätte ich einen Fukuhila bei hinten noch die Haare raushängen. Wir haben jetzt gerade Faltenbrot vorbereitet. Also hauptsächlich hat Tobi das vorbereitet. Ich habe ein bisschen mitgeholfen. Und das mit dem Grillen wird auf jeden Fall eine sehr kalte Angelegenheit gleich. Es sind nur noch 7 Grad. Ich glaube nicht, dass es wirklich 7 Grad sind draußen auf dem Balkon. Ja, und ich werde mich gleich mal richtig warm anziehen, weil wir ja gleich schon mal den Elektrogrill aufheizen werden. Und dann ist die ganze Zeit die Balkontür auf und dann wird es hier kalt. Vielleicht solltest du auch mal gleich die Heizung ausmachen, bevor wir das vergessen. Warum solltet ihr die Balkontür offen halten? Na, wegen dem Stecker. Ja, weil wir ja keine Steckdose auf dem Balkon haben, leider. Und dann müssen wir die Steckerleiste nach draußen heben. So, also ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall nochmal was anderes drunter und drüber und ein Hoodie und eine Jacke und sitze dann da eingemummelt, damit wir grillen können. Aber ich habe trotzdem an sich Bock. Also die Idee ist gut, auch mit dem Wetter, wenn man so rausguckt. Nur ist es halt kalt. Sehr kalt. Heute ist es irgendwie super eisig windig. Ich weiß auch nicht, warum das gerade heute ist, wo wir uns vorgenommen haben zu grillen. Also ich habe mir jetzt ganz umsonst eine zweite Jogginghose und zwei Paar Socken angezogen, weil Tobi hat festgestellt, es ist draußen viel zu kalt und wir essen natürlich drin. Ich habe gedacht, wir essen draußen. Haben wir nicht miteinander geredet und jetzt ziehe ich mir eine Hose wieder aus und ein paar Socken wenigstens. Aber ich habe trotzdem eine Jacke an, weil wir haben gerade beide zusammen draußen gestanden, Musik gehört, die man vielleicht im Hintergrund hören kann und ja, gegrillt. Wir haben eine 2000er Playlist dann gemacht. Guten Morgen oder beziehungsweise guten Mittag, Leute, an diesem Samstag. Es ist sonnig und schön. Ich habe gut geschlafen. Ich habe gestern sehr früh geschlafen. Ich war nämlich ganz müde, weil ich davor nicht gut geschlafen habe die Nacht. Und habe jetzt sehr gut geschlafen. Tobi hat auch gut geschlafen. Ja, ging so. Ja, das klingt ja optimistisch. Und wir sind gerade schon dabei, Mittagessen vorzubereiten. Und ich fahre jetzt los und hole Lou vom Bahnhof ab. Ja, gleich. Die kommt um 26 an. Und der Bahnhof ist 2 Minuten entfernt. Ich muss aber außen rum, über die Ampel. Ja. Ja. Also ich fahre auf jeden Fall gleich Lou abholen. Tobi macht weiter Essen und ist doof und fast auf heißen kochenden Dampf. Ja. Das war doch zu... Guck, das siehst du doch. Das ist oben alles nass. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser. Wegatmen hilft nicht. Ich muss die Dummheit spüren, ja, damit ich es mir merke fürs nächste Mal. Kaltes Wasser. Nee, das darf ja nicht. Hier, kalter Teller von dem. Oder halt die Hand ins Gefrierfach. Jetzt schüttelt er sie aus. Ich muss die Hitze wegschütteln. Ja, schüttelt immer die Hitze weg. Du bist ja groß genug. Du kannst Wege finden. Die haben auch Kühlakkus, ja, ne? Ist dir klar. Naja, für mal kurz ist es schon ganz gut, wenn man sich verbrennt oder verbrüht. Kindergarten. Ja, ja. Auf jeden Fall fahre ich jetzt gleich los, hole Lou ab, dann gibt es zusammen Mittag. Ich habe schon ein bisschen vorgesnackt, weil ich jetzt immer, wenn wir jetzt spät Mittag essen, das ist jetzt erst 12, also jetzt schon 12.10 Uhr. Und wenn wir dann erst so gegen 1 oder so essen, ist mir immer schlecht, wie gesagt, wegen Frühstück und so. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt irgendwann. Deswegen habe ich um 10 noch was gesnackt und gerade eben auch noch ganz bisschen was von dem Faltenbrot, was noch übrig ist, gesnackt. Also Faltenbrot war das, was wir gestern zum Grillen hatten. Ich weiß nicht, ich glaube bei Instagram hatte mich schon jemand gefragt, was das ist. Wir müssen mal uns angewöhnen, vielleicht ein paar Rezepte, die wir machen, mit in den Vlog einzubringen oder einzufügen. Wie denn? Einzublenden oder ja, oder zu verlinken oder so. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Dann ist Lou heute da und wir gehen auf jeden Fall nachher eine Runde spazieren, weil das Wetter super schön wird und darauf freue ich mich sehr. Und wir haben überlegt, vielleicht fahren wir mit Lou zu unserem Grundstück, weil die hat den Ort auch noch nicht gesehen, wo wir dann mal wohnen werden. Und gehen da eine Runde spazieren. Das könnten wir auch machen. Da wird zwar bei unseren Grundstücken noch nichts weiter passiert sein, denke ich mal. Aber trotzdem. Lou ist da. Aber Lou geht jetzt auch gleich schon wieder. Wir waren zusammen unser Grundstück angucken. Da steht jetzt ein Schild von unserer Hausbaufirma. Das haben wir erstmal noch gerichtet, weil der Wind hat es umgeschmissen.
Lou hat übrigens keine Dreads mehr, haben schon manche Leute in dem letzten Vlog festgestellt. Es ist so, es ist passiert und es ist wunderschön mit Pfirsich und Pink. Und jetzt bringen wir Lou zum Bahnhof und fahren dann Essen kaufen und zu Richie und Maya zum Grillen. Mhm. Let's go! Wieso isst du Ben & Jerry's? Ich dachte, jetzt will ich erst gesundes Eis und du isst einfach Ben & Jerry's? Ja. Das ist frech. Nö. Nee. No. Möchte ich aber auch ein Cookie Dough. Hallo Leute, an diesem Sonntag. John Bono. John Bono. Wir waren jetzt, kannst du mir gleich oben die Banane rausgeben? Kannst du es essen? Nein, ich möchte mir Bananen-Eis machen, ein Ice Cream machen. Oben, ganz oben. Ja, ja, ich muss doch mal. Ich sag nicht schon wieder wütend. Wüterich, ganz recht. Ja. Ja. Thank you. So, jetzt nochmal. Wir waren bei Tobis Eltern, weil Tobi noch eine Runde mit seinem Motorrad gefahren ist und das gewaschen hat und Bilder fotografiert gemacht hat, weil er es verkaufen wird, damit mehr Geld übrig ist für Haus und Kind. Und jetzt haben wir dann noch gemeinsam Mittag gegessen und viel gequatscht und jetzt sind wir wieder zu Hause, jetzt ist 15 Uhr und jetzt ist Eispause angesagt und dann aufs Sofa lümmeln und ausruhen. Ich könnte auch schon wieder schlafen. Ja. Und ich fühle mich heute irgendwie, als ob ich platze. Mein Bauch ist heute auch übel rund. Ich weiß auch nicht, was hier heute los ist. Weil ein Kind drin ist. Ja, aber das ist heute richtig doll. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist heute alles fest. Vielleicht habe ich auch irgendwas gegessen, was mein Körper nicht so gut findet zusätzlich. Auf jeden Fall fühle ich mich halt, als ob ich gleich Puff mache. Jetzt schon. Ich bin auch nicht mal in der Mitte vom vierten Monat. So, ich mache jetzt mal mein Eis, ein Ice Cream und dann platze ich weiter. So, unsere Lasagne ist fertig. Leider hatten wir nicht genug Nudeln und deswegen sieht Tobis... Ist eine Bolo. Ist jetzt eine Mixe, eine Mix-Bolo. Ja, weil wir haben vergessen, Nudelplatten zu kaufen, beziehungsweise ich habe mit Absicht keine gekauft, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass wir noch welche haben und haben jetzt nur ein paar von Tobis Eltern bekommen und das hat leider nicht ganz gereicht für die Menge an Soße, die wir hier geplant haben. Naja. Ich hoffe, es schmeckt. Ich bin gerade aufgewacht und mir ist aufgefallen. Wir haben vergessen, Tschüss zu sagen in dem Vlog. Also sage ich jetzt nochmal Tschüss. Ganz schön müde, aber Tschüss. Ich hoffe sehr, es ist nicht so schlimm für euch, dass der Vlog recht kurz geraten ist, denke ich. Wir haben immer mal wieder kurze Sequenzen gefilmt, aber haben sonst relativ viel auch irgendwie mit Freunden und Familie und so Zeit erlebt und verbracht und dann filmen und irgendwie halt immer nicht so viel. Ich denke mal, das könnt ihr schon verstehen. Mein Magen grummelt, ich habe Hunger. Ja, ich wünsche euch einen schönen Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr das guckt. Passt gut auf mich auf und dann sehen wir uns im nächsten Vlog.